Das Video, was ihr jetzt gleich im Anschluss seht, habe ich schon vor einigen Tagen aufgenommen. Nachdem es ja diese steuerlichen Anpassungen zum 01.01.2021 geben sollte, hatte ich einige Videos vorproduziert, die das Ganze hier entsprechend erläutern. Dann gab es ja ein Zurückrudern und jetzt habe ich aber mittlerweile auch hier ein Schreiben vorliegen des Bundesfinanzministeriums, wo man eigentlich nochmal bekräftigt, dass das, was viele auch von euch Optionshändler befürchtet haben, eintritt. Und deswegen kann ich euch dieses Video, was ich schon voraufgenommen hatte, jetzt nochmal abspielen. Und welche Auswirkungen also diese Steueränderung haben wird, das seht ihr jetzt hier in diesem Video, zumindest aus meiner Sicht. Und sind gravierende Veränderungen. Es sind gravierende Veränderungen, die jetzt eintreten. Und auf geht's. Das gute alte Optionsgeschäft, wie wir es kennen, ist gestorben. Jawohl, ihr habt es schon mitbekommen. Ne? Seit dem 20. Dezember 2019 gibt es eine Gesetzesänderung, was die Versteuerung von Termingeschäften betrifft. Und das wurde ja auch schon hier heiß diskutiert, auch hier auf dem Kanal, obwohl wir noch nicht mal ein Video dazu gemacht haben. Gab es schon viele Anfragen, ich habe viele Mails bekommen, Leute haben mich auf Instagram angeschrieben, überall. Facebook in der Gruppe wird es heiß diskutiert, auf unserer Optionshändlergruppe. Und deswegen will ich euch heute mal hier ganz kurz aufzeigen, was sich da jetzt alles für den realen Handel ändert. Ne? Nicht Theorie, lasst uns mal über realen Handel sprechen und gleich geht's los. Tja, für den einen oder anderen wird es ein Schock sein, aber Optionshandel, so wie wir ihn bisher gekannt haben, so wie wir ihn bisher als Privatanleger in Deutschland umgesetzt haben, der ist tot. Ja, der ist tatsächlich gestorben und zwar durch die neue Steuergesetzgebung, die wir ab 20.12.2019 haben und die, Stichwort hier, 01.01.2021 in Deutschland eingeführt werden wird, nämlich, dass du Verluste aus Termingeschäften nur noch bis zu einer Höhe von 10.000 Euro wirst anrechnen können. So. Um euch da mal einfach ein paar Punkte nochmal zu geben, ich habe diese Videos, die meisten von euch, die auf dem Kanal hier sind, sind ja ohnehin auch auf dem Jens Rabe Kanal und da haben wir ja bereits zwei Videos veröffentlicht, wo wir erklärt haben, warum das so ist, wo ich das erklärt habe. Und jetzt hier nochmal ganz speziell, was hat das für Auswirkungen für den Optionshandel? Und ich verstehe die Aufregung, die es da in der Szene gibt. Warum? Weil das meiste Geschäft, was die meisten Leute selbst machen, was die meisten Leute lehren, ist tot. Ja, das ist komplett tot, das ist gestorben. Beziehungsweise wird spätestens ab dem Zeitpunkt gestorben sein. Und zwar, weil es nun mal so ist, dass wir ja, wenn wir Optionen handeln, in der Regel das ja nie so machen, dass wir sagen, hey, wir machen irgendwie verkaufen Optionen und dann machen wir permanent Gewinn, sondern Optionsgeschäft, so wie es die meisten ja auch verstehen, setzt sich ja immer zusammen aus Positionen, die Gewinn machen, plus Positionen, die Verlust machen und insgesamt dann einen hoffentlichen Jahresgewinn ergeben, weil wir ja viel mit abgesicherten Strategien handeln. So, nochmal das Beispiel, was viele von euch bereits kennen. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, du hast irgendeine Aktie, wo du denkst, ah, ich glaube, die entwickelt sich nach oben oder ein Index oder was auch immer, dass du dann sagst, gut, hier geht nach oben und jetzt verkaufe ich beispielsweise jetzt hier einen Put und für den nehme ich eben, was weiß ich, 200 Dollar ein. Und weil natürlich das Risiko da ist, dass die Aktie runterfällt, weil sie auf Null fällt, sagst du, ja, das Risiko ist mir zu groß und deswegen kaufe ich hier noch einen Put. So, für den gebe ich von mir aus hier 100 Dollar aus. Das heißt, insgesamt habe ich eine Prämieneinnahme von 100 Dollar und mal angenommen, hier ist der Verfallstag, die Aktie fällt nicht unten drunter, dann hast du hier diese 100 Dollar verdient. So, soweit, so gut, so schön, alles bekannt, nichts Neues. Bislang war es so, dass du hier diese 100 Dollar mit der ganz normalen Abgeltungssteuer versteuert hast. Ja klar, 100 Dollar hättest du Freibeträge, aber wir reden mal, wenn es ein bisschen größer wird. Ne? Also auch das, was ein Privatanleger schaffen kann, nämlich doch ein paar tausend Euro im Jahr. Dann hast du das bislang eben mit der ganz normalen Abgeltungssteuer versteuert. So, mal angenommen, du machst nur solche Trades hier. Okay, du machst nur solche Trades und das Ganze läuft ganz gut. Ne? Du machst, wie wollen wir solche Trades machen? Sagen wir mal, du machst
keine Ahnung, du machst im Jahr, sagen wir mal, 50.000 Gewinn. Komm, wir machen mal 40.000 Gewinn. Okay, wir wollen es mal gar nicht übertreiben. Du machst 40.000 Gewinn im Jahr. Ich weiß, da werden jetzt viele sagen, hey, wäre schön, wenn ich mal 40.000 Gewinn im Jahr hätte, aber lassen wir es einfach mal dabei. Dann nach dem Schema hier, okay, also $200, $100, wie würden sich dann diese 40.000 zusammensetzen? Die würden sich zusammensetzen aus 80.000 Gewinn plus, beziehungsweise minus, genau, minus 40.000 Verlust. So, und das hat eben dann diese 40.000 gegeben. Das heißt, können wir relativ simpel machen, mit 25% Steuern. Hätte also bedeutet, dass du nach der alten Regelung, die machen wir mal grün, hättest du jetzt hier 10.000 Euro Steuern darauf gezahlt. Neue Regelung, von den 40.000 darfst du nur 10.000 ansetzen. Das heißt also, plötzlich lautet die Rechnung 80.000 minus 10.000, neue Steuern 70.000, beziehungsweise neuer Gewinn, rein rechnerischer Gewinn 70.000. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überschlagen. Wie viel sind das jetzt? 25% von 70.000. Der Johnny hinter der Kamera muss mal schnell mein Rechenmeister machen. Ja. Ich bin ja gehandicapt, sonst könnte ich schnell am Kopf rechnen. 17.500. Danke dir. 17.500. So, das heißt, deine Steuern sind gleich mal hier um 75% angestiegen. Wow. Ne? Also, okay, es ist weniger als die Hälfte. Aber, naja, von 40.000, 17.500 Steuern bezahlen und dazu hast du auch nichts mehr anderes, was du absetzen kannst, macht das noch Sinn? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Und sind wir mal ganz ehrlich, das hier ist noch ein gutes Beispiel, nämlich, dass die Gewinne doppelt so hoch sind wie die Verluste. Meistens ist es doch eher so, wie sieht denn das Ganze in der Realität aus? Wenn ich viele Leute sehe, die Strategien handeln, wie beispielsweise Butterflies, Kalenderspreads oder solche Dinge, ne? oder komplizierte Strategien mit mehreren Beinen, wie sieht dann die Rechnung aus? Dann wird, wenn du 40.000 Gewinn hättest, am Ende rechnerischer Gewinn, dann kann es auch durchaus so sein, dass ich das Ganze aus 140.000 Gewinn minus 100.000 Verlust zusammensetzt. So, und dann sieht die Rechnung aber plötzlich so aus, dass du eben jetzt nicht mehr 40.000 versteuerst, sondern plötzlich, weil du davon ja nur noch 10.000 ansetzen kannst, versteuerst du plötzlich hier 130.000. So, und das sind auf jeden Fall, wie viel sind es ganz, da, Johnny muss wieder rechnen, 32.500, neue Steuer 32.500. So, du hast 40.000 verdient am Ende und du zahlst 32.500 Steuern darauf. So, macht das Sinn? Natürlich nicht. Niemand würde so ein Geschäft betreiben, wo 32.500 Steuern darauf bezahlt, weil ich glaube nicht, dass du dich ein ganzes Jahr hinsetzt, diese ganzen Strategien durchziehst, damit du am Ende 7.500 netto hast. Ne? Weil du hast das Risiko, dass du überhaupt Geld verdienst. Das kommt ja immer mal dazu. Man muss erst mal Geld an den Märkten verdienen und dann hast du hier eine Steuerbelastung, die exorbitant wäre. Das ist, wenn ich schnell überschlage, sind ja über 75%. Ne? So. Also das heißt, die meisten Strategien, die wir kennen, sind weg. Die sind gestorben. Aber nicht nur diese Strategien sind gestorben. Ja, selbst so Dinge, die ich gemacht habe als Privatanleger, sind gestorben. Nämlich beispielsweise, stell dir mal Folgendes vor. Du handelst zum Beispiel Future-Optionen, und zwar nackte. In irgendeinem Video habe ich jetzt mal gesehen, dass jemand gesagt hat, wenn man nackte Optionen handelt, ist das Problem nicht da. Das Problem ist genauso da. Das Problem ist ganz genauso da, weil folgende Situation, vollkommen egal, ob das eine Aktie ist, ob das ein Index ist, ob das ein Future ist, ne, das spielt keine Rolle. Du verkaufst hier einen nackten Put, so, ganz egal. Und jetzt hast du ja zwei Möglichkeiten. Die Position läuft am Ende in den Gewinn oder sie läuft dir in den Verlust. Beim Verlust hast du jetzt beispielsweise bislang folgende Möglichkeiten gehabt. Du konntest sagen, okay,
Preis geht nach unten, das Ganze hier kommt ins Minus. Ich realisiere einfach den Verlust, weil ich bin kein Freund des Rollens. Und dann hast du hier einen Verlust. Ne? Gerade wer Future-Optionen von euch handelt, $10.000, das ist schnell erreicht. Ne? Das geht ganz, ganz, ganz schnell. So. Oder aber, was wir ja sehr, sehr viel gemacht haben, ne? Neue Laufzeit, tieferen Strike, wir haben gerollt. Okay, aber auch dann entsteht ja hier an der Stelle erstmal ein Verlust. Das heißt also, auch das ist, also auch mit nackten Optionen kannst du jetzt in diese Steuerfalle tappen. So, und damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie sieht denn das mit realen Zahlen aus, ne, habe ich uns einfach mal ein paar Zahlen mitgebracht aus dem letzten Jahr. Wir machen sowieso noch auf dem Jens Rabe-Kanal, werden wir mal ein bisschen, weil hier immer alle so danach schreien, werden wir auch mal ein bisschen Performance vom letzten Jahr, zumindest das, was wir zeigen dürfen, was nicht unter die Compliance-Regeln unserer Fonds fällt, können wir mal zeigen. Und ich will euch mal ein paar Beispiele nennen. Wir fangen mal an mit einem Konto. Das ist ein, ich fange mal mit dem kleinen Konto an, okay? Mit einem Aufbaukonto. So, das ist ein Aufbaukonto, das ist ein 5000er Konto, wo wir einfach nur das ganz normale, wo wir gesagt haben, okay, wir machen nur dieses ganz normale Short-Put-System. Okay, so, kannst du das noch machen? Ja, das kannst du noch machen. Warum? Da haben wir letztes Jahr, also hier Aufbaukonto. Aufbaukonto. Ja, kann auch jeder, der den Börsendienst hat, kann das auch nachvollziehen. Unsere Performance war 10,36% im letzten Jahr und wir haben realisiert an Verlusten, die wir also gegenrechnen könnten, insgesamt knapp $1.800. $1.800 realisierter Verlust. So. Ist unterhalb der 10.000 kein Problem. So, nehmen wir unser Trading-Konto. Trading-Konto, in dem haben wir ausschließlich Future-Optionen gehandelt. Performance 7,74%. So, da höre ich jetzt übrigens schon wieder die allerersten, die sagen, ah, der DAX hat doch viel mehr gemacht. Ja, der S&P hat noch mehr gemacht. Und die Börse in Russland hat noch mehr gemacht. Es ist ein Trading-Konto, wo es um das Thema Future-Optionen geht. Okay, also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. So, 7,74. Wie sieht es jetzt hier aus? Da haben wir insgesamt, also wir haben am Ende, wie gesagt, Gewinn gehabt. Das Konto ist so ungefähr 30.000 Dollar groß. Und wenn wir jetzt mal schauen, da waren unsere realisierten Verluste, und ich rede nur von Optionsgeschäften, ne, bei $7.750 ungefähr. $7.750 realisierter Verlust. Okay, wäre auch noch gegangen, ne? Ist auch noch drin, weil die Verluste kleiner als die 10.000 sind. Geht das Konto schon auf 40.000 hoch oder die Performance ist besser, ist es hier auch schon vorbei. Das heißt, hier wäre das erste Mal schon ein Konto, wo du sagst, ah, kannst du das schon weiterhandeln. Okay, machen wir das nächste Konto. Dann hatten wir noch ein Firmenkonto. Und zwar, das ist ein Future-Konto. Dieses Future-Konto hat ein Mitarbeiter von uns, der Michel, gehandelt. Und zwar 50.000 € am Anfang des Jahres, leg einfach los. Also hatte da freie Hand, konnte machen damit, was er wollte. Hat da mit Future-Optionen gehandelt, hat mit Futures gehandelt. So, Performance. Und es ist ein Trading-Ansatz, kein Day-Trading. Also wirklich nur sagen, okay, wenn es eine Gelegenheit gibt, machen wir das und alles gut. Dieses Konto hat eine Performance gemacht von 25% letztes Jahr. Und hatte, und jetzt geht es schon los, hatte realisierte Verluste von, jetzt muss ich kurz rechnen, ungefähr 23.000. $23.000 realisierte Verluste. Das heißt, hier hätten wir schon erstmal ein Problem, weil wir schon mal 13.000 nicht einrechnen könnten. Die wären sozusagen weg. Die können wir nicht mehr einrechnen, wenn das zukünftig so würde. Das heißt, Steuerbelastung sehr viel höher und damit letztendlich realisierte Rendite viel, viel geringer, weil alles, was dann Steuern zahlen muss, geht ja hiervon weg. So, und jetzt nehme ich mal als letztes noch, ich nehme mal noch zwei Konten. Und zwar
machen wir mal extra. Ich nehme mal noch zwei Konten, und zwar das erste. Was könnt ihr nämlich in Zukunft noch machen? Weil das ist ja auch wichtig, ne? All das Gejammer, was ich momentan ja höre, das ist ja schon kaum noch auszuhalten, wenn die ganzen Coaches da hier draußen rumjammern, dass die Welt untergeht. Was könnt ihr denn noch machen? Was funktioniert noch? So, und Punkt Nummer eins, was funktioniert, ist Cash-Secured-Puts. Cash-Secured-Puts. So, wir haben ein Konto in unserem Börsendienst, das sogenannte Investorenkonto. So, im Investorenkonto lassen wir uns im Laufe der Zeit über Cash-Secured-Puts Aktien andienen. Und dieses Konto hat letztes Jahr eine Performance gemacht von, also Investorenkonto. Das Konto ist noch nicht zu 100% investiert. Das heißt also, das ist noch nicht zu 100% drin, deswegen hat es mit dem Markt nicht mitgehalten. Es hat nur 17% gemacht. Und hier ist jetzt spannend, Konto hat eine Größe jetzt zuletzt gehabt von 25.000. Und wie groß waren unsere realisierten Verluste? Und zwar, die waren insgesamt $780. So, $780. Und warum funktioniert das? Ganz einfach, weil du mit Cash Secured Puts keine Verluste hast. Klingt blöd, ne? Aber du hast ja keine Verluste, weil du sagst ja beim Cash Secured Put, im Zweifelsfalle übernehme ich die Aktien. Und damit wirst du mit den Optionen ja immer durchlaufen. Ne? Also wenn hier haben wir vielleicht mal gerollt oder irgendwas, keine Ahnung. Aber das heißt, du wirst durchlaufen. Das funktioniert also noch. Wenn du also Cash Secured Puts schreibst, wenn du sagst, okay, ich stelle mein Trading dahingehend um, dass ich dieses ganze kurzfristige Gedattel alles weglasse. Ich mache nur noch Cash Secured Puts. Ich baue mir langfristig ein Anlagevermögen auf. Aber für Trading nutze ich Optionen nicht mehr. Dann funktioniert das, weil selbst wenn du ein viel, viel größeres Konto hast, wird das funktionieren. So, und dann gibt es noch ein Konto, und das zeige ich euch auch noch. Und zwar, das ist eines unserer Firmenkonten. Und in diesem Firmenkonto haben wir letztes Jahr, ich nenne das jetzt hier mal Firmenkonto A, also wir haben ja mehrere Firmenkonten. Und in diesem Konto haben wir so eine gute Mischung gemacht. Ne? Da haben wir ein paar Aktien drin, da haben wir auch ab und an mal ein Future Trade gemacht. Das ist im Grunde genommen das, was wir auch unseren Kunden beibringen. Ne? Zu sagen, okay, langfristig Aktien nutzen, aber immer mal, wenn es eine Gelegenheit gibt, mal was mit einem Future, mal was mit einer Future-Option. Also das einfach kombinieren. So, dieses Konto war am Ende des Jahres 450.000 Euro groß. Die Rendite war 35% im letzten Jahr. Das heißt, wir haben ein bisschen was über 100.000 mit dem Konto verdient. Und jetzt kommt's. Was haben wir hier realisierte Verluste gehabt? Wir haben hier realisierte Verluste gehabt über Aktien, Optionen, Aktien und Indexoptionen, Optionen auf Futures, über Säulen beispielsweise und Futures von insgesamt, jetzt muss ich kurz rechnen, 57.000 Euro. So, realisierter Verlust. So. Und jetzt sage ich euch, das ist kein Problem. Warum ist das kein Problem? Na? Es ist doch mehr als die 10.000. Stimmt, aber es ist eben ein GmbH-Konto. Und das heißt, wenn du das alles, was du bislang gemacht hast und wo du jetzt sagst, das fällt jetzt weg, das kann ich nicht mehr machen. Wenn du das nicht als Privatperson machst, sondern wenn du das in einer Firma machst, wenn du das in einer GmbH machst oder einer Aktiengesellschaft, aber die meisten werden ja wahrscheinlich eine GmbH haben, dann ist das egal, weil diese ganze neue Regelung gilt nur für Privatanleger. So. Und ich verstehe nicht, warum das nicht für viele Leute in Betracht kommt, weil ich höre dann immer so die Argumente, naja, das kostet doch aber so viel. Eine GmbH kostet doch so viel Geld. Und jetzt verstehe ich nicht, was eine GmbH viel Geld kostet. So, also, ich mache auch nochmal im Jens-Rabe-Kanal ein extra Video dazu. Das heißt, kommt irgendwann in den nächsten Tagen oder so oder in den nächsten zwei, drei Wochen gibt es nochmal ein extra Video dazu. Aber Stand heute, Anfang 2020, was du unbedingt machen musst, wenn du Privatanleger bist, musst du genau zwei Dinge machen. Punkt Nummer eins, entweder du
du hast wenig Kapital, dann stell deinen gesamten Anlageprozess, deinen Investmentprozess um auf Cash-Secured Puts. Vergiss alles andere, was du gemacht hast. Mach nur noch Cash-Secured Puts. Das ist deine einzige Chance als Privatanleger, der Steuer zu entkommen. So, Cash-Secured Puts, vergiss alles andere. Diese ganzen Sachen wie Butterflies, wie Einkommensstrategien, wie mehr Leg, also wo du mehrere Legs hast und so weiter, ne? Kalenderspreads und so weiter und so fort, vergiss das alles. Spreads, Iron Condors, schmeiß das alles über den Jordan, das wird nicht mehr funktionieren. So, aus Steuergründen einfach. Punkt Nummer zwei, wenn du etwas mehr Geld hast und so viel Geld brauchst du da gar nicht, ne? Kümmere dich darum, dass du dein Wissen, dass du das Wissen hast und wie es funktioniert, dass du dein Geld in eine GmbH reinbringst. Und wenn dir jemand sagt, das lohnt sich nicht, das ist zu teuer, das ist zu aufwendig, sorry, dann hat er keine Ahnung. So, ich weiß, es mag vielleicht ein bisschen arrogant klingen, ne? Aber wenn einer unser Geschäft schon 10 Jahre betreibt und immer sagt, da ist erfolgreich, er hat keine GmbH, sondern hat immer noch eine GbR oder irgend sowas oder eine Einzelgesellschaft, dann hat er überhaupt von Wirtschaft keine Ahnung. Weil ich kann nicht verstehen, warum heute jemand, der erfolgreich ist, keine GmbH oder eine GmbH, ein KKG oder sonst irgendwas hat. Das hat so, so viele Vorteile. Steuerlich, wirtschaftlich. Ne? Und wenn du ein bisschen Geld hast, so, dann musst du das ab nächstem Jahr machen. Das ist zwingend. Das ist ganz, ganz zwingend. Und wenn du jetzt sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das macht, und dann kann ich mich da wenden, mein Steuerberater hat auch keine Ahnung, ne? Dann gibt es hier unten den Link, optionsstrategien.com/termin, trag dich da ein und dann kannst du mit uns ein kostenloses Erstgespräch führen und sag ganz explizit in diesem Gespräch, dass du dich für das Thema Firmenkonto, GmbH und so weiter interessierst, da können wir dir helfen. Okay? So. Und ich weiß, das wird jetzt hier nicht jedem gefallen, ne? Aber es ist nun mal die Realität. Und ich bitte euch wirklich, falls ihr die Videos nicht gesehen habt, geht nochmal auf den Jens Rabe-Kanal, schaut es euch da an und schaut euch auch die Videos in der Zukunft an. Und zwar auch zum Thema Politik und wird sich da vielleicht noch was ändern und nicht verfassungskonform und so weiter. Denn da wird sich nichts ändern. Und warum das so ist, erfährst du in den anderen Videos. Wir sehen uns wieder hier auf diesem Kanal. Wir müssen mal schauen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich hier auf dem Kanal ein bisschen ein paar weniger Videos geben. Das heißt, schaut immer rüber in den Jens Rabe Kanal. Okay, da wird das allermeiste an Content kommen. Aber auch hier wird es immer mal wieder was geben, wenn es eben was Optionsspezifisches ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.